Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fallout New Vegas. So, wir haben letztes Mal den Deputy aus dem Hotel befreit und nun sollen wir von den Einwohnern von Prim in diesem Gefängnis hinter diesem kleinen Felsen einen Mann finden, der Sheriff sein könnte in dieser kleinen Stadt. Ja. Und letztes Mal habe ich mich hier ein bisschen festgesessen. Und schon geht's los. Zack. Der erste Pulverbandit ist erledigt. Leider bin ich hier nicht ganz unentdeckt geblieben. Und ich müsste jetzt versuchen, irgendwie da reinzukommen. Und ich glaube, das wird eine sehr, 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 sehr harte Aufgabe. Denn ich müsste erstmal einen Eingang finden, den ich nehmen könnte. Momentan sieht es eher so aus, als wäre alles hermetisch abgeriegelt. Aber ich meine, es ist ja auch ein Gefängnis. Wer auf mich wird schon wieder geschossen? Ich weiß noch nicht woher. Wahrscheinlich ein Scharfschütze oder so. Ah, da läuft der Kollege. Okay. Ach. Hier habe ich schon mal die falsche Taste. Komm, Kollege, komm. Komm näher, komm. So, jetzt habe ich mich hier in Zweikämpfe eingelassen. Das widerspricht eigentlich meiner Art, wie ich spielen wollte. Eigentlich sollte man mich gar nicht groß bemerken. Ja gut, Rumpf macht keinen Sinn. Der trägt eigentlich eine schusssichere Weste. Da habe ich nicht groß drüber nachgedacht. Ich gehe mal hier um den Felsen rum. Da scheint keiner zu sein. Ich weiß auch nicht, um wie viele Pulverbanditen es sich hier handelt. So, jetzt bist du besser in der Schusslinie. 30% Kopf. Banditenkopf ist verkrüppelt. Das bedeutet schon mal, dass er schlechter schießen kann. Das ist schon mal ganz gut. So, geh drauf, du Kollege. Erwischt. Noch einer in der Nähe. Oh ja, da kommt der nächste. Ich glaube, ich gucke mal, dass ich mir ein Stimpack einverleibe. Ja, da lacht meine Figur wieder. Ich bin noch nicht ganz da, aber das ist egal. So, er dreht mir den Rücken zu, hat seine Waffe weggesteckt. Guck mal, ob ich den Kopf von hier aus treffe. Ne, leider nicht. Er nimmt die Beine in die Hand, er ist auf der Flucht. Er schießt doch in die Luft, oder? Schießt er gerade in die Luft? Wo schießt er hin? Er schießt aber nicht auf mich, Kollege. Wo schießt du hin? Was ist denn da oben? Jetzt zielt er auf mich. Das wird mir aber auch nicht mehr viel nützen. Gleich bist du Geschichte, Kollege. Jawoll. Kleiner, schöner. Wie nennt man das im Wilden Westen? High Noon? Nee, ich glaube einfach schöner kleiner Schussabtausch, ne? Hat das überhaupt im Wilden Westen? Wenn ihr wisst, wie das im Wilden Westen hieß. Duell, genau. Ah. Wollte ich gerade schon Aufruf starten, weil mir der Name nicht eingefallen ist von dieser Aktivität, dieser schönen Freizeitaktivität im Wilden Westen. Duell, genau. Schön mittags um 12 Uhr, wenn die Sonne am Zenit ist, vor der Kirche, die Kirchenglocken läuten und schön das Duell
Zwei Cowboys stehen sich gegenüber. Wer zieht schneller? Ja, und der in die Mine läuft, der verliert. Okay, die Gegend ist vermint. Das ist schon mal gut. Vielleicht hättet ihr das auch gemerkt, wenn ich die ganze Zeit irgendwelchen Bullshit geredet hätte. So. Ich möchte jetzt endlich mal einen Weg da reinfinden. Da ist schon wieder die nächste Mine. Okay. Ich bin verkrüppelt. Meine Stimpaks gehen auch langsam zur Neige. Das ist nicht gut. Es wird Nacht. Nacht ist ja schon mal ein relativer Vorteil für zum Schleichen. Dann wird man nicht so leicht entdeckt. Aber ob ich jetzt schleiche oder nicht, das interessiert die Minen gerade nicht. Und ich habe immer noch keinen Weg da reingefunden. Schwierig, schwierig. So, erstmal hier hoch. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen erkältet. Ich rede ein bisschen durch die Nase, glaube ich. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Weil wahrscheinlich hört sich das für mich wieder schlimmer an, als es eigentlich ist. Oha! Was bist du denn? Bist du gut oder böse? Er bleibt zumindest stehen. Doch, er hat mich erkannt. Aber sie. Greifst du jetzt an oder greifst du nicht an? Nee, du machst komische Tänze. Okay. Ich sehe schon, gleich habe ich einen Hund im Rücken. Kann mich hier irgendwo durch den Untergrund rein? Ist hier irgendwas auf der Karte zu sehen? Daten, lokale Karte. Daten, lokale Karten. Nichts zu sehen. Ah. Ich merke, dieses Spiel ist komplett bugfrei. Und ich merke, ich übersehe teilweise die Minen sogar, wenn die direkt vor meiner Nase fliegen. Immer noch versteckt. Aber ich sehe nirgendwo eine Möglichkeit, mich irgendwie heimlich oder durch den Untergrund in die Basis zu schleichen. Das ist nicht gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, es scheint auch keinen anderen Weg zu geben. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ist ja nicht so, dass ich wusste, dass da Minen sind. So, dann versuchen wir das Ganze halt nochmal. Der Kunde. Vorsicht, Gefahr. Noch ist der Kollege in dem Gefängnis drin. Ich weiß noch nicht, was besser ist. Nimmt er den ganzen Weg, um da rauszukommen? Aber ich meine, wenn ich mich sowieso mit denen frontal anlegen muss. Und so sieht es halt aus, kann ich dem guten Mann auch entgegengehen. Kollege, wo bist du?
Wie soll man denn auch in ein Gefängnis einbrechen? Ich meine, das Ge ein Gefängnis ist dafür da auszubrechen oder ausbrechen zu können. Wie sollte man da einbrechen? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das ist nun mal zu von allen Seiten. Der Kollege ist schon wieder total verwirrt. Zack. Noch einer aus der Hüfte. So, Kollege. Da bist du. So, verballern wir mal Magazin. Frontalangriff. Zeig mir mal, was das Kopf. Jawoll. Ein kritischer Treffer auf Kopf. Was ich jetzt halt nur aufpassen muss, dass ich hier nicht wieder in Minen reinrenne. Messer. Ich weiß, ich nehme das mal mit. Pulverbanditen-Outfit brauche ich nicht. So, 5,56 mm Kanon, Kleinkalibergewehr, Polizeiknüppel. Ich müsste mal gucken, ob ich zumindest für das Kleinkalibergewehr vielleicht mal einen Schalldämpferaufsatz kriege. Das wäre eine töfte Sache. So. Ich glaube, hier erwartet mich erstmal nichts. Ruhig ein bisschen den Boden im Auge behalten. Ich meine, ich übersehe ja, wie ich gerade gesehen habe, die Minen selbst, wenn sie vor meiner Nase fliegen. Da kommt der nächste Kollege. Aber der dürfte das geringste Problem sein. So, da habe ich schon mal den Kopf verknüppelt. Verknüppelte Köpfe sind immer gut. So, 9 mm Pistole. Mit ein paar Korken. Pulver-Banditen-Soldaten-Outfit. So, 40% auf Kopf, der hat einen Revolver. Jetzt muss ich erstmal wieder ein paar Stimpaks nehmen. Ein Stück habe ich noch. So, er hat eine Magnum. Okay, der hat einen Schlüssel. Ich glaube, ich wechsle mal auf ein, ups, auf ein größeres Kaliber, wenn ich noch eins habe. Ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und da habe ich nicht so wirklich im Kopf, was ich noch alles im Inventar habe. Ich habe doch ein Kleinkalibergewehr. Genau, ein bisschen Munition habe ich auch noch. Ich könnte das noch mal ein bisschen reparieren, dann macht das auch ein bisschen mehr Schaden. Aber ich glaube, so viel Schaden macht das Kleinkalibergewehr gar nicht. Also gegenüber zu verwitterten 10 mm Pistole ist das echt 25 DPS Schaden pro Sekunde. Gegen 16 Schaden pro Sekunde. Ist schon nicht so. So der Hit, ne? Da ist die hier schon etwas besser. Unsere 9 mm Pistole. Ich könnte ja mal die Magnum ausprobieren. 839, habe ich auch ein bisschen Schuss drin. Ich probiere mal die Magnum. Ich hatte gesagt, ich probiere die Magnum mal aus. Und ich strecke die mal weg.
jetzt noch, ja, habe ich jetzt entschlossen, ich gehe das Ganze frontal an. Und die Kollegen laufen mir direkt vor die Flinte. Ein Schuss noch, komm. Na dann per Hand. So, ich meine, es ist ja an sich keine schlechte Idee, sich in einem Gefängnis zu verschanzen. Was ich gerade einfach halt nur schade finde, dass es so scheint, als gibt's für einen, der gerne so verstohlen unterwegs ist, keine große Möglichkeit hier reinzukommen. Zumindest habe ich das Gefühl, ob das stimmt. Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Hier drüben. Ui, und da habe ich den Salat. Ui, wei. Alter Schwede, wer hätte das gedacht? Ich glaube, da nehme ich mal schnell wieder die Beine in die Hand. Ich würde mal sagen, ich bin entdeckt worden. Definitiv. Na los. Lasst mich in Ruhe, bitte, Leute. Das war keine gute Idee. Oh, da stehen auch schon wieder Pulverbanditen. Oh, Dynamit. Oh, jetzt wird's echt. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe einen dicken, dicken Fehler begangen. Einen ganz, ganz großen Fehler. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Macht Laufen, Spaß. laufen, 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 laufen. Ja. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich da aus der Nummer jetzt wieder rauskomme. Hart, das ist echt hart. Wenn das mir ein Flammenwerfer was bringt. Na los. Okay, den ersten habe ich erledigt. Kommt gleich noch ein Kunde raus. Also der Flammenwerfer schien schon mal eine ganz gute Möglichkeit zu sein. Also ganz schön dumme Sache, die mir hier gerade passiert ist. Kann frische Karotte brauche ich nicht. Ja, die Frage ist, wie kommen wir jetzt in dieses Gefängnis rein? Aber um diese Frage zu klären, widmen wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge drum. Also, ich sage bis später und tschüss.